Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark. Ja, wir gehen weiter auf Territino-Suche. Ich will kein Level 20 Territino haben. Ich will schon einen ordentlichen haben. Ja. Jetzt sind wir auch wieder ordentlich schnell. Ich glaube, wir waren ein bisschen langsamer. Kann das? Nee, ich glaube, das kam mir nur so vor. So, wir wissen jetzt, hier oben irgendwo könnten wir auch Terrazinos finden. Wow. Was ist das denn geiles hier? Ach, das ist hier, okay. Geil, geil. Oh. Ich darf nicht zu tief fliegen, weil das Viech springt uns nicht an. Nein, das ist kein Kappa-Dingsbums, sondern ein, wie heißen die? Keine Ahnung. Kappa irgendwas. War es nicht. Der Baum sieht geil aus. Oh je, meine Territino. Ich will doch nur ein Territino. Und keine Alos. Und so weiter. Wow. Die Alos gehen mal richtig ab. Es ist ein Viererpack. Alter, das sind zwei Dreierpacks. Ham, 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 ham. Die holen wir uns auch noch. Das ist ein Territino. Level 85, das wäre schon mal ein Anfang. So, wir merken uns, hier ist ein Territino zu finden. Und hier unten ist auch noch ein Territino. Level 20. Was haben wir denn hier für ein Loch? Oh, schön. Ja, schön, sehr schön hier. Ein Alpha-Kano. Was haben wir denn hier oben so schönes? Boah, was? Gar nicht übertrieben. Warte mal. Hier so ein schönes Haus zu haben, wäre auch nicht schlecht. Nur deswegen wäre es ein bisschen schlecht.
cooler Spot. Mal gucken, was es hier sonst noch gibt. Ah. 25. Mist. Kann das angehen, dass hier... Boah, was haben wir denn hier? Boah, geil. Ach, hier sind wir, okay. Ist schon eine geile Gegend hier. Ich habe einen gehört. Hallo, ich sehe nix. Uah, der war direkt bei mir. Alter. Jetzt muss ich ihn irgendwie hier so reindrehen, damit ich den sehe. Och Mann, ihr scheiß Drecksviecher. Eine. Das sind drei. Jetzt noch drei. Wo sind die? Da. Mist. Ich muss schnell landen. Landen. Doch nicht da. Kommen die Ameisen mir eigentlich nach? Er sieht nicht danach aus. Scheiße. Vielen Dank, ihr Pissameisen. Jetzt habe ich... Jetzt weiß ich nicht mehr, wo... Hier vielleicht? Ja, hier war das, glaube ich. Jetzt habe ich den Terizino aus den Augen verloren. Danke. Da ist einer. Wieso sind die alle so schwach? Oh.
Mann, wie stark sind die? So, ich habe hier irgendwo einen Terry gesehen. Irgendwo hier ist er. Mann, ey, verarsch mich nicht. So, Terry. Irgendwo hier habe ich einen gesehen. Im Augenwinkel. Wo ist das? So, da. Diesen über Level 80er, den will ich mir wahrscheinlich holen. Das Problem ist, wir müssten den in Richtung unserer Basis holen. Erstens weiß ich nicht mehr, wo unsere Basis ist. Zumindest nicht mehr genau. Also in diese Richtung dann am besten. Gibt es hier irgendwo noch einen Terry? Er wird nicht lange leben. Das ist ein Kentrosaurus. Die Viecher sind fies, die Kentrosaurus. Da, Kentrosaurus. Wenn man die angreift, dann verletzt man sich. Das ist ganz fies. Und die haben auch noch gute Power. Aber die kann man leider nicht reiten. Oh, Alter, das liegt gerade. Nee. Boah, Alter. Bären! Ich glaube, da ist ein Bienenstock. Aha. Wie geil diese Map ist. Das ist unfassbar. Die ist aber schwer zu spielen, finde ich. Besonders wenn man das so eingestellt hat wie ich. Das ist gerade nicht gut, was ich hier mache. Wir sind nicht ausgerüstet für Schnee. Ah, ich glaube, das da ist eine Wasserstelle. Darauf können wir, glaube ich, einen Brunnen bauen. Das ist aus der Wüstenmap. Uiuiuiui. Ein Alpha-Rex. Die können wir erst, mit denen können wir erst richtig kämpfen, wenn. Wenn wir selbst einen T-Rex haben oder so. Alter, sieht das geil aus. Die sind zu stark. War das ein. Ah ja, war so ein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Diese neuen Flugviecher. Ah, was heißt neu? So neu sind die jetzt nicht.
den haben wir ja schon gesehen gehabt, ne? Level 20, ja. Das ist unser. Ich muss am besten in diese Richtung. Das ist aber ein T-Rex. In diese Richtung am besten. Ja, am besten. Oh, da ist noch einer. Kurz landen. Oh, Alter. Kurz noch mal landen. Ausdauer! Hallo! Mann! Da kommt er gerade hoch. Sind wir hier noch richtig? Ja, sind wir. Wo ist der? Hallo? Wo ist denn jetzt hin? Da ist er. Aua! Was soll das denn? Aua! Folgt er uns noch? Ja, dann folgt er uns noch. Platsch. Oh, hier ist ja noch einer. Eigentlich? Nee, kann ich nicht. Ach ja, den hatten wir schon gesehen gehabt. Achso, so ein Viech ist es. Ja, er hat uns gesehen. Der andere auch übrigens auch. So, am besten jetzt irgendwie hier rüber. Weil.
muss aufpassen, dass ich nicht zu tief fliege und das Wasser berühre. Weil dann steigt er nämlich ab. Terry? Terry? Terrizino, nicht ersaufen. Terry? Terry? Terry! Terry! Au. Ich muss sie nur irgendwie hier hinkriegen. Die kriegen ja, also wenn die wild sind, kriegen die keinen Fallschaden. Das ist, etwas gut. Ich muss den irgendwie so seitlich kriegen. Wow! Boah, Alter! Hier runter? Ja. Wow! Ich würde mal sagen, das reicht jetzt auch. Da ist unser Haus. Und da ist der Terrizino. Habe ich jetzt überhaupt den richtigen Terrizino geholt? Ja, 140. Ein männlicher. Okay. Terrizinosaurus sind ziemlich schwer zu tamen, finde ich. Problem ist, es wird jetzt Nacht. Mal wieder. Wir können ihn uns also erst nächste Folge holen. Ich glaube, das mache ich auch erst in der nächsten Aufnahme. Weil das wird schon ein bisschen härter jetzt. Alter. Wo ist denn Terry? Terry! Da ist er.
den von hier aus kriegen, wird schwierig. Am besten wäre es, wenn wir so eine Felswand hätten. Da war ich jetzt gerade ein bisschen Brain AFK. Oh Mann. Wir müssen extrem aufpassen dann, dass wir den Terrizino nicht irgendwie ins Wasser locken, weil dann haben wir keine Chance, den wieder zu wieder zu bekommen. Weil dann nämlich ersäuft. Und das wäre scheiße. Am allerbesten wäre es echt, den irgendwie einzusperren. Was aber ziemlich schwierig wird. Wir müssten irgendwie einen ordentlichen Zaun um ihn herum bauen. Warte mal, ungelernte Engramme. Machen wir das noch mal so. Weil die Gelernten müssen wir ja nicht sehen. Puh, 653 Punkte. Machen wir das mal, weil wir es irgendwann brauchen. Und das hier, weil wir es irgendwann brauchen. Ich weiß nicht, was dieses NC-Zeugs ist. Non-Collision vielleicht? Ja. Die brauchen wir irgendwann ja auch. Achso. Hä? Pelzjacke? Wieso? Oh. Okay. Hier haben wir die Steinsachen. Steingeländert? Nein. Oh Mann. Ich will so ein Steingeländer haben. Nicht Geländer, so ein Fundament. Eine Stonebridge. Ach da. Mammut. Oh, ich will einen Mammut haben. Welches Level haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? Oh, zwei Level noch, dann können wir uns einen Terrizino-Sattel. Oder war das 69? Ah, war das jetzt
67? Ich glaube, das war 69. Tja, tolle Zahl für Teritinosaurus. Was? Der brannte Satt. Hier. Die will ich haben. Und eine passende Waffe dazu. Was ist das? Geil. Obsidian-Ingot. Was? Kristall-Ingot. Was? Was? Wie teuer ist das Ding? Ach, ich weiß jetzt wieder, was ein Basilosaurus ist. Das ist dieses delfinartige Riesenviech, was gerne mal von Mantas bevölkert ist. Tapajara, genau, das war dieses neue Flugviech. GPS. Nee, warte, war das das? Parasier-Plattform können wir uns machen. Cool, cool, cool. Ja, das ist halt blöd, wenn man so schnell levelt. Man, ja. Boah, das Viech hatte ich noch nie und das will ich auch unbedingt haben. Steinbeißerfisch. Aber ich finde das unter Wasser so schrecklich. Ein Mini-Safe. Oh. Boah, das liegt, ne? Hallo? Wie spät ist denn das jetzt? Aha, Hot vor Knochen. Na gut, ich würde dann mal sagen, wir verabschieden uns mal für heute. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann einen Teritinosaurus holen. Bis dahin. Tschüss. Yeah.